Ich habe im Spätherbst diese Geschichte geschrieben für diesen Vormittag. An der Ostsee oben in der Nähe von Bad Doberan konnte ich mich schon in eine wunderbare Weihnachtsstimmung oder auch nicht so wunderbare, Sie werden es ja sehen, hineinversetzen. Die Geschichte heißt Wir kaufen nichts. Sie stand vor dem Eingang des Supermarkts, unschlüssig. Sie überlegte. Es hatte heftig zu schneien begonnen. Bis zum Auto waren es sicher 30 Meter. Sie war nur mit Jeans und einem schwarzen Rollkragenpullover bekleidet und hielt zwei Plastiktüten in der Hand, die sie nun vorsichtig abstellte. Auch hier draußen waren aus den Boxen die Weihnachtslieder zu hören. White Christmas, Jingle Bells. Theresa zog fröstelnd die Schultern hoch und verschränkte die Arme vor der Brust. Sie erwartete am Abend eine Freundin, Charlotte, und deren Sohn und hatte zwischen den beiden Vormittagsterminen eingekauft. Auberginen, Bio-Hackfleisch und Mousse au Chocolat. Kartoffeln hatte sie noch da, auch den roten Merlot, den Charlotte so gerne trank. Timo war 7 und stand auf Pizza und Schokoriegel und natürlich hatte sie auch daran gedacht. Die beiden kamen aus Hannover und würden über das Wochenende bleiben. Sie lächelte einem kleinen Mädchen zu, das umständlich auf den roten Elefanten kletterte, der vor dem Eingang stand. Die Kleine trug eine knallrote wattierte Hose, eine dazu passende Jacke und eine weiße Wollmütze mit einem struppigen Bommel. Am Umschlag der Mütze blinkte ein roter Stern. Die Kleine schnaufte, als sie den Elefanten erklommen hatte, steckte einen Finger in die Nase und blickte ratlos in die Runde. »Hey«, sagte Theresa, »hast du Lust zu reiten? Was meinst du, soll ich dir mal 50 Cent spendieren?« Die Kleine sah sie entgeistert an, dann füllten sich ihre riesigen blauen Augen mit Tränen. Sie fing so zu brüllen an, dass eine Sekunde später eine junge Frau auftauchte und schützend den Arm um sie legte. Theresa ignorierte den aufgebrachten Blick der Frau, zuckte mit den Schultern und bückte sich nach den Plastiktüten. Na denn? Sie sprintete los, warf die Einkäufe auf den Rücksitz und zog aufatmend die Autotür hinter sich zu. Ihre Webpelzjacke lag auf dem Beifahrersitz. Sie sah in den Spiegel, wuselte sich durch das kurze, dunkle Haar, aus dem glitzernd die Tropfen sprangen und startete den Motor. Fast 12. Zeit genug, um in die Redaktion zu fahren und zwei kurze Berichte zu schreiben. Sie fädelte sich vorsichtig auf die Straße ein. Die Termine heute waren Routine gewesen, die Wiedereröffnung einer Beratungsstelle für Langzeitarbeitslose, danach eine Scheckübergabe für den evangelischen Kindergarten. Marie, Studentin und freie Fotografin für das Tageblatt, war schon vor Ort gewesen. Die Leiterin der Sparkasse und die Leiterin des Kindergartens einträchtig unter dem riesigen Adventskranz, der unter der Decke hing. Der Kindergarten sollte frisch gestrichen und mit neuen Bänken und Garderoben ausstaffiert werden. Theresa setzte den Blinker und fuhr nach rechts Richtung Marktplatz. Es war Freitag. Sie hatte um 15 Uhr den letzten Termin und dann, endlich, war Wochenende. Sie war 30 und arbeitete seit fast 2 Jahren beim Tageblatt. Sie waren zu viert in der Kleinstadt an der Grenze zum Thüringer Wald. Den Mantel mit den überregionalen Politik-, Sport- und Kulturseiten bezogen sie aus der Hauptredaktion. Die Lokalredaktion lag im Erdgeschoss einer alten zweistöckigen Backsteinvilla ganz in der Nähe des Rathauses mit seinem Fachwerk und seinen Türmchen und den bunt bemalten Schnitzereien am Gebälk. Es war immer viel zu tun und sie liebte ihren Job und besonders die Termine, die die anderen eher belächelten. Goldene oder diamantene Hochzeiten, Geburtstagskinder, die 90 oder mehr Jahre auf dem Buckel hatten, jeden Morgen ein Doppelkorn und auf gar keinen Fall Sport. Sie liebte Firmenjubiläen, Sägewerk, Buchladen, die alte Mühle, die Traditionsmetzgerei. Oder eben solche Termine wie den, der noch vor ihr lag. Eine gewisse Frau Krebs hatte einen Fernseher gewonnen, den der örtliche Elektrofachbetrieb zu Weihnachten verlost hatte. Ein gelungener Werbegag, der eine Menge Leute in den Laden gelockt hatte. Der Inhaber, Lions Club-Vorstand und Mitglied einer christlichen Sekte, hatte sich von Marie zusammen mit Frau Krebs schon gestern in seinem Laden ablichten lassen. Sie,
Theresa würde Frau Krebs nun zu Hause aussuchen und ihr ein paar Sätze zu ihrem Gewinn entlocken. Was haben Sie gedacht, als Sie den Hauptgewinn gezogen haben? Das Ganze würde vielleicht nur eine längere Bildunterschrift geben, vielleicht aber auch mehr. Man würde sehen, wie ergiebig der Termin letztendlich war. Wahrscheinlich würde es Weihnachtsgebäck geben und eine Tasse Kaffee. Das war ein Vorteil bei solchen Terminen. Es menschelte sehr. Sie war allein in der Redaktion. Sie arbeitete schnell und effizient. Als sie um 14:45 den PC ausschaltete und die Jacke überzog, war sie froh, dass der Wagen direkt vor der Redaktion stand. Der lautlose Fall des Schnees hatte die Welt weiß gezaubert. Kaltes Glitzern unter dem matten Winterlicht. Noch eine gute Woche bis Weihnachten. Das Leuchten des Schnees in dieser stillen Straße, in der kein Mensch zu sehen war, machte sie mit einem Mal so glücklich, dass sie auflachte. Sie schloss einen Moment die Augen. Dann holte sie einen Handfeger aus dem Kofferraum und stäubte das kalte Pulver von den Scheiben. Sie startete den Motor, legte den Hebel für die Scheibenwischer um, machte das Gebläse an. Der Schnee knackte unter den Reifen. Im Rückspiegel sah sie die Spurrille wie eine Loipe hinter sich liegen. Sie war die Erste, die diese Straße nach dem Schneefall befuhr. Das Ganze hatte etwas Archaisches, das ihr gefiel. Theresa wohnte 10 Minuten von hier, sie würde noch schnell die Einkäufe nach Hause bringen. Die Frau wohnte nicht weit in der Nähe des letzten noch erhaltenen Stadttors, in dem ein Heimatmuseum untergebracht war. Vor ihrem Haus in der Bahnhofstraße war gerade ein Parkplatz frei geworden. Sie sah auf die Uhr, es wurde Zeit, sie hasste Unpünktlichkeit. Sie legte das Hackfleisch in den Kühlschrank und ging kurz ins Bad, Hände waschen, Wasser ins Gesicht, nochmal die Lippen nachziehen. Sie grinste sich im Spiegel zu und nahm ein bisschen von dem teuren Parfüm. Sie machte sich zu Fuß auf den Weg. Sie passierte das alte Stadttor, vor dessen wuchtiger Eichentür eine hohe, mit roten Schleifen und Holzsternen geschmückte Tanne stand. In den Fenstern der Häuser standen Lichterbögen, hier und da sah man Kerzenlicht flackern. Sie wandte sich nach rechts und ging mit kurzen, vorsichtigen Schritten die Straße hoch, die zur Stadtkirche führte. Kopfsteinpflaster. Im letzten Winter hatte sich ein Kollege hier den Fuß gebrochen. Der Wind trieb ihr die Flocken entgegen und sie senkte den Kopf und legte den Schal enger um den Hals. Gut, dass sie im letzten Moment daran gedacht hatte, die Mütze überzuziehen. Die enge Straße, an deren Ende die glückliche Gewinnerin wohnte, war von jahrhundertealten, malerischen Fachwerkhäusern gesäumt. Spitze Giebel über 2 Geschossen, mächtige Eichenbalken, Sprossenfenster und ausgetretene Sandsteinstufen, die zu den bunt bemalten Eingangstüren führten. Theresa wunderte sich, dass an der altmodischen Klingel mit 4 Knöpfen nur ein Name stand, Krebs. Sie trat einen Schritt zurück und musterte die Fassade. Nirgendwo Licht. Hatte sie sich am Ende mit dem Termin vertan? Die Turmuhr der Stadtkirche zählte mit dröhnenden Schlägen die Zeit. Theresa drückte auf den Klingelknopf und legte die Hand auf den glänzenden Knauf der schweren Tür. Ein Summer ertönte. Sie erschrak, als mit einem trockenen Knall die Tür nach innen sprang und blinzelte unter dem Licht einer Glühbirne, die von der Decke baumelte. »Hier oben«, rief eine heisere Frauenstimme, »erster Stock!« Im Hausflur lagen mindestens 10 mit Kordel verschnürte Bündel von Wochenzeitungen, auf der Titelseite der neue Chef der Tourismuszentrale, ein üppig gebundener Blumenstrauß, der Handschlag der Bürgermeisterin. Theresa war für das Tageblatt da gewesen, der Termin war mindestens 4 Wochen her, seltsam. Sie runzelte die Stirn und schob sich die ausgetretenen Holzstufen hoch. Mit einem Mal war sie sicher, dass sie hier keinen Kaffee kriegen würde und Weihnachtsgebäck wohl erst recht nicht. Im Türrahmen stand eine magere Frau, die um die 50 sein mochte. Flache, schwarze Augen, die Haut der Frau war trocken und sehr faltig. Sie trug dunkle Leggings und ein braunes Sweatshirt mit einer Kapuze, die sie tief in die Stirn gezogen hatte. Sie hatte über die Augen schwarze Kajalstriche gemalt und die Hände in den Taschen des Sweatshirts vergraben. »Ich habe Sie erwartet. Sie sind die von der Zeitung, stimmt's? Und ich bin Frau Krebs. Und ich habe Krebs.« Sie lachte auf und verschränkte die Arme.
Theresa zuckte zurück, fing sich dann und tat, als habe sie die Frau nicht richtig verstanden. »Guten Tag, ich«, sagte Theresa, »na ja, wir haben ja diesen Termin, also ich bin vom Tageblatt und ich meine, wo...« Die Frau wandte sich um. »Ja, ja, der Fernseher.« Sie drehte an einem altmodischen, runden Lichtschalter, aus dem eine schlecht verlegte Stromleitung senkrecht nach oben und nach unten zu einer Steckdose führte. In dem Raum flammte ein Deckenlicht auf. Ein abgetretener Bodenbelag, durch den sich die Holzdielen drückten. In einer Ecke neben der Spüle standen ein Gasherd und ein Kühlschrank. Ein Sofa unter dem Fenster, ein Holztisch, auf dem eine Zeitschrift lag. Drama im holländischen Königshaus. Der Lieblingssohn der Königin im Koma. Eine hohe Anrichte aus dunkel gebeiztem Holz. In einem Bastkorb neben dem Sofa lagen Wollknäuel, in denen verstaubte Stricknadeln steckten. »Der kriegt mich hier nicht raus«, sagte die Frau. »In diesem Zimmer hat meine Mutter mich zur Welt gebracht. Nie im Leben kriegt er mich heraus, auch wenn er alles dafür tut. Das Haus ist seit über einem Jahr leergezogen, bis auf uns und die Ratten im Keller.« Und wieder lachte sie. »Aber irgendwann erledigen sich die Dinge von selber. Mal später, mal früher.« Sie machte einen Schritt auf Theresa zu und reckte witternd den Hals. »Und Sie?«, fragte sie lauernd. »Wie geht's bei Ihnen so? Alles gesund und munter bei Ihnen? Darm und Lunge, Nieren, die Leber?« Sie kräuselte die Nase, schnupperte. »Tolles Parfüm haben Sie da«, sagte sie bissig. »Extra für mich, stimmt's?« Vom Haus gegenüber feuerte eine Lichterkette farbige Blitze über den abgewetzten Boden. Ein nervöses Staccato tauchte den Mund der Frau in bunte Farben, rot, gelb, grün. »Tolles Parfüm«, wiederholte der grüne Mund. Theresa trat hastig zur Seite. »Wo ist denn der Fernseher?«, fragte sie nervös. Sie drückte die Angst weg, die wie eine Welle in ihr hochstieg. »Ich meine«, sagte sie, »ich bin ja nicht wegen meiner Gesundheit hier, sondern wegen dem Fernseher.« Sie lachte unsicher und kramte in ihrer Umhängetasche nach dem Notizblock. »Wie war das denn für Sie?«, sagte sie, »als Sie die Nummer 7 gezogen haben. Das war doch der Hauptgewinn, die 7, oder?« Sie schraubte den Edding auf. »Na, das war wie der 6er im Lotto, die 7, sagte die Frau mit provozierendem Unterton, »und am meisten hat der sich gefreut.« Sie stieß mit dem Fuß eine Tür auf. Auf dem Bett lag ein Mann mit den Augen der Frau, die ihr eine Sekunde lang ausdruckslos entgegenstarrten, bevor sie sich erneut dem Fernseher zuwandten. Auf dem riesigen Bildschirm raste ein Zug dem Betrachter entgegen, auf den Gleisen eine gekrümmte Gestalt, die sich stöhnend in ihren Fesseln wand. Der Mann griff ohne hinzusehen nach einer Flasche und nahm einen gurgelnden Schluck. Dann war der Zug vorbeigerast und der Mann legte den Blick langsam und spöttisch auf sie. Er schürzte die Lippen, rülpste und schloss die Augen. »Der Suff«, sagte die Frau, »die Liebe und der Suff, die reiben den Menschen uff.« Sie schloss leise die Tür. »Der muss ins Heim, wenn ich mal nicht mehr bin, und wahrscheinlich bin ich nicht mehr lange.« Sie fuhr sich über die Unterarme. Einen Moment lang sah sie niedergeschlagen und verängstigt aus. »Man glaubt das nicht«, sagte sie. »Dabei hat er mal eine Lehre gemacht. Ist lange her. Elektroinstallateur.« »Warum«, sagte Theresa zögernd, »ich meine, warum leben Sie so? Haben Sie nicht genug Geld?« Sie schob sich ratlos die Mütze aus der Stirn. »Kriegt fast alles die Böhme«, sagte die Frau knapp. Ihre Miene verfinsterte sich. »Schon seit ein paar Jahren, ob's was hilft, was sie so veranstaltet, steht in den Sternen. Aber die letzte Chemo hat auch nichts gebracht.« Sie riss sich die Kapuze vom Kopf. »Das dazu.« Theresa wandte verlegen den Blick ab. Die Böhme. Sie erinnerte sich undeutlich, dass ihr Kollege Jens vor einiger Zeit etwas über sie geschrieben hatte. »Wunderheilerin im Feenwald.« Sie räusperte sich. »Himmel nochmal«, sagte sie entschlossen. »Wissen Sie was? Bevor wir reden, gehe ich jetzt erstmal rüber zum Edeka und besorge uns was. Ein bisschen Kuchen und so und etwas Tanne mit einer Kerze drauf. Wir haben am Sonntag doch schon den dritten Advent.« Sie zögerte, als sie den Blick der Frau sah. Verlangen und Ablehnung
und eine wilde, bittere Sehnsucht nach etwas Tanne mit einer Kerze darauf. Theresa lächelte mühsam. Ich bin gleich zurück. Sie lief fahrig die Stufen herunter, fast hätte sie sich den Fuß verknackst. Gleich hinter der Kirche gab es diesen winzigen Laden. Sie kaufte einen in Puderzucker gehüllten Stollen und eine Tüte Kakao, den konnte man zur Not auch kalt trinken. Sie hatte Glück, es war noch ein Adventsgesteck da. Und wieder klingelte sie und wieder lief sie an den verschnürten Bündeln der Wochenzeitung vorbei, Blumen zur Begrüßung, der Handschlag der Bürgermeisterin. Und wieder stand oben die Frau in der Tür. Sie hatte die Kapuze mit der rechten Hand dicht um den nackten Schädel gezogen und sie sah ihr reglos entgegen. Die Turmuhr schlug halb, bald wären Charlotte und Timo da. Theresa hielt der Frau mit ausgestreckten Armen die Tüte mit dem Kakao und dem Stollen entgegen, das Adventsgesteck. Sie war außer Atem. Sie lächelte der Frau entgegen. Rote Kerze, Glück gehabt. Die Frau musterte sie. Ihre Webpelzjacke, den geschminkten Mund, die Mütze, die feucht von den Schneeflocken war. Die Frau kräuselte die Nase, schnupperte und warf ihr einen spöttischen Blick zu. Dieses Parfüm extra für sie? Die Frau hustete. Wir kaufen nichts, sagte die Frau mit den flachen Augen. Sie hustete noch einmal und krümmte sich. Dann wandte sie sich ab und warf mit einem Krachen die Tür hinter sich zu. Am Montag hatte Theresa in der Nähe der Stadtkirche zu tun. Sie lief an dem Haus vorbei, in dem Frau Krebs wohnte. Und erneut stieg die Empörung heiß in ihr hoch, die Erinnerung daran, wie ihr diese Frau die Tür vor der Nase zugeschlagen hatte. Nach der ersten Schrecksekunde hatte sie das Adventsgesteck und die Tüte auf die Fußmatte geworfen. Gedemütigt und fassungslos, wie eine Ohrfeige war das gewesen, nein, wie ein Fausthieb. Später, als sie mit Charlotte sprach, hatte sie geweint. Warum? Warum verhielt sich jemand so? Jetzt sah sie aus den Augenwinkeln ein leises Flackern im Fenster des ersten Stocks. Sie stutzte, wandte den Blick nach oben. Hinter der Scheibe ein Gesicht unter einer dunklen Kapuze. Eine weiße Hand zeichnete zum Flackern der Kerze ein mattes Winken in die Dezemberdunkelheit. Ein Moment nur, ein Zögern, dann hob auch Theresa ihre Hand.